Das ist die erste. Das war ein schöner Zwischenruf, ich glaube. Passt so. Das ist die erste Haushaltsdebatte hier im Rathaus, die stattfindet seit der letzten Kommunalwahl, weil die anderen Haushaltsdebatten, die wir hatten, aufgrund der Pandemiesituation an anderen Orten stattfanden. Und ich glaube auch, es ist auch finanzpolitisch und ja, das Agieren, wie dieser Haushaltsplanentwurf zustande gekommen ist, eine andere Situation. Wir hatten zuvor eine Phase, die massiv bestimmt war durch die Pandemie. Deswegen möchte ich heute nicht mit einem Zitat irgendwie beginnen, sondern ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auch nochmal an die fast 2400 Menschen zu erinnern, die an oder durch Corona in unserer Stadt verstorben sind. Unsere Stadt, unser Gemeinwesen hat unter der Pandemie gelitten. Wir hatten Verluste zu beklagen. Es lief nicht alles rund in dem, was der Staat, auch der Freistaat, da gibt es Untersuchungsausschüsse, und die Stadt im Kampf gegen die Pandemie machen konnten. Und wir müssen daraus lernen. Wir sollten aber auch daraus lernen, was gut gelaufen ist. München, wir sind eine starke Stadt. Wir haben zum sehr, sehr großen Teil solidarisch gehandelt. Die öffentliche Gesundheitsversorgung, die gesamte soziale Daseinsvorsorge und das städtische Leben sind lebendig. Und wir haben die schlimmsten Folgen der Pandemie, so scheint es gerade trotz der sehr beunruhigenden Nachrichten aus China, überwunden. Gleichzeitig werden wir weiter daran arbeiten müssen, uns für die Zukunft gut zu rüsten und den sozialen und auch psychischen Auswirkungen, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, weiterhin zu begegnen. Das ist auch eine Frage, wie wir in der Zukunft damit umsehen. Und wer mag angesichts der Situation in den Kinderkliniken, den vielen Personalengpässen, den Versorgungsengpässen bei so etwas vermeintlich Trivialem wie Fiebersaft in Abrede stellen, dass es nicht weiteren Handlungsbedarf gibt? Wir müssen die richtigen Konsequenzen aus dieser Situation ziehen, und das kann nur eine Stärkung der sozialen Daseinsvorsorge, eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens, eine Stärkung der sozialen Infrastruktur unserer Stadt sein. Es geht um mehr Solidarität. Gleichzeitig halte ich es auch für richtig, hier ist klar zu benennen, die Pandemie hat gezeigt, dass wir nicht im Niemandsland stehen, sondern sie hat gezeigt, dass wir eine starke Stadt schon sind und solidarisch sind. Und ich bin dem Oberbürgermeister ganz persönlich, ich bin allen Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, der Münchenklinik, der Stadtwerke und allen Menschen, die im vergangenen Jahr auch für unsere Stadt, für diese starke Stadt gearbeitet haben, sehr, sehr dankbar für ihre Leistung im vergangenen Jahr. Es waren viele schwierige Entscheidungen. Es waren viele schwierige Arbeitsschritte. Es ging viel mehr um Erklären. Es gab viel mehr Unsicherheit. Und es war auch anstrengend. Und bei manchen hat man es auch gemerkt, dass es anstrengend war. Und es hat Kraft gekostet. Und manche auch hier schnell formulierte Kritik mag Reflexen der Opposition geschuldet gewesen sein, und das ist auch in Ordnung und das ist auch richtig so. Aber es gilt festzuhalten, dass wir mit dem Oberbürgermeister an der Spitze, dass wir, diese Stadtregierung, dass diese Stadt die richtigen Entscheidungen getroffen hat und die richtigen Weichenstellungen vorgenommen hat, unter einem sehr, sehr hohen Druck und in außergewöhnlicher Situation. Und nicht nur mit der Wiesn wurde dann offenkundig, der ein oder andere freut sich immer noch beim Blick auf Twitter, dass manche Tweets nicht verschwunden sind, dass wir in einer anderen Phase der Pandemie angekommen sind. Wir führen nun die heutige Haushaltsdebatte auch unter ganz anderen Vorzeichen. Und auch der heutige Haushaltsentwurf ist unter anderen Vorzeichen entstanden. Aber
Die Vorzeichen und auch die Zeiten sind ja irgendwie nicht einfacher als in den vergangenen beiden Jahren. Erst vor ganz wenigen Tagen wurde Zeitenwende zum Wort des Jahres 2022 gewählt. Dieser Haushalt ist zwar nicht mehr gekennzeichnet durch eine weltweite Seuche, aber er steht erneut nicht isoliert von der globalen Lage. Er steht erneut nicht isoliert vom weltweiten Geschehen und den weltweiten Krisen. In Europa ist wieder Krieg. Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit globalen Folgen, auch für unsere Stadt, die erneut im Laufe des Jahres schon gezeigt hat, dass sie stark und solidarisch ist. Dass sie unserer Partnerstadt hilft, dass sie Geflüchtete aufnimmt und dass sie zeigt, in der Krise sind wir da. Wir sehen uns aber auch den Folgen der Inflation, einer weiterhin sehr, sehr schwierigen Lage bei vielen Lieferketten über Hustensäfte hinaus, einer wirtschaftlichen Unsicherheit und natürlich auch den gestiegenen Energiepreisen ausgesetzt. Das sind keine einfachen Rahmenbedingungen, um hier Politik zu machen. Das sind keine einfachen Rahmenbedingungen, um hier auch finanzpolitisch zu agieren. Wir sind ja auch immer noch Kommunalpolitik und ehrenamtlich hier tätig. Und ich finde auch, das waren bislang keine einfachen Rahmenbedingungen für diese Stadtregierung. Wir stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf einer ganz neuen und herausfordernden Art und Weise vor einer, finde ich, sehr zentralen Frage. Wer kann sich in der Zukunft das Leben in unserer Stadt denn noch leisten? Die Lebensmittelpreise steigen, die Kosten für Heizung und Strom sind stark angestiegen. Wir stehen vor einer Rezession. Die Unsicherheit in ganz weiten Teilen unserer Stadtgesellschaft ist, finde ich, ja, einer spannenden Art und Weise, nachdem wir aus dieser Phase der Pandemie mit Ausgangskontakten und Ausgangsbeschränkungen herausgekommen sind, erneut da und sie frisst sich ein. Und viele Menschen stehen auch, glaube ich, vor finanziellen Existenzängsten. Das Leben in unserer Stadt droht da auch nicht mehr bezahlbar zu werden für einige. Und wir geben darauf als SPD-Volt-Fraktion mit aller Kraft die Antworten, die uns möglich sind. Wir führen als Teil dieser Stadtregierung gemeinsam mit unserem Koalitionspartner, bei dem ich mich auch für die Zusammenarbeit bedanken mag, unsere Stadt durch diese Krisen. Auf Ohnmacht und Verunsicherung antworten wir mit Gemeinschaft und Zusammenhalt. Auf Hass und Hetze antworten wir mit Kompetenz und Weitblick. Auf die Krisen unserer Stadt antworten wir mit sozialer Politik. Wir sagen den Münchnerinnen und Münchnern auch voller Zuversicht: Wir sind eine starke Stadt. Wir als Politik können etwas ändern in dieser Stadt und etwas bewegen. Hier ist niemand alleine und wir werden alles tun, was notwendig ist, damit niemand alleine gelassen wird. Die Herausforderungen und Krisen mögen viel größer sein als noch vor einem Jahr, als noch vor zwei Jahren. Unsere Antworten auf diese Herausforderungen funktionieren aber trotzdem. Wir kämpfen für eine bezahlbare Stadt und geben eigene Antworten. Wir freuen uns über die Erhöhung des Mindestlohns in dieser Stadt, die über 90.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geholfen hat. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das aussehen würde jetzt bei diesen Inflationsrunden ohne den Mindestlohnerhöhung. Was für ein großer Schritt für mehr Respekt und Gerechtigkeit. Und wir wissen, wer im Deutschen Bundestag dagegen gestimmt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sehen wir doch auch trotzdem offenkundig, was es mehr braucht. Deswegen haben wir eine Initiative gestartet für einen kommunalen, freiwilligen, zusätzlichen Mindestlohn. Wir machen das gemeinsam mit den Unternehmen, gemeinsam mit der Wirtschaft, gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer und den Gewerkschaften. Wir wollen, dass man in München von seiner Arbeit leben kann, dass alle von ihrer Arbeit leben können. Und ich bedanke mich ausdrücklich beim Oberbürgermeister für die ersten Gespräche, die dazu stattgefunden haben. Und ich hoffe, es gelingt im nächsten Jahr,
hier zu ersten Ergebnissen zu kommen. Wir bringen mit diesem Haushalt so viel Geld für bezahlbares Wohnen auf wie nie zuvor. Wir stellen Geld für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften bereit. Wir finanzieren Baudarlehen und Zuschüsse für Investoren, wenn sie sozialen Wohnungsbau errichten. Wir setzen mit diesem Haushaltsbeschluss den Vorrang für bezahlbares Wohnen um. Angesichts der Baupreiskostensteigerungen stärken wir den Wohnungsbau und stellen mit Wohnen in München 7 insgesamt Mittel über mehr als 2 Milliarden Euro bereit. Wir setzen uns gemeinsam mit dem Koalitionspartner weiterhin für kostenfreie Kindertagesstätten ein. Kitas sind Bildungseinrichtungen und Bildung sollte nichts kosten. An so vielen Stellen wird in Bayern die Lernmittelfreiheit ausgehöhlt. Druck- und Kopiergeld, Büchergeld, hier mal einen Atlas, dort ein wieder mal kaputtes Geodreieck. Das sind die Herausforderungen, vor denen die Familien in München auch stehen, wo es auch um Bezahlbarkeit des Lebens in einer teuren Stadt geht. Und wir als Kommune sagen, wir lassen die Familien in München nicht im Regen stehen. Der Freistaat hingegen stiehlt sich aus seiner Verantwortung der Stadt die Kosten für die riesigen Anstrengungen auch zu ersetzen, wie er es müsste. Der Kämmerer und der geschätzte Kollege Roth haben dazu bereits weitere Ausführungen gemacht. Wir sorgen mit dem Wärmefonds der Stadtwerke München dafür, dass niemand wird frieren müssen oder im Dunkeln sitzen. Unsere Fraktion und unsere gemeinsame Stadtregierung halten das Versprechen und geben Sicherheit in schwierigen Zeiten. Und wir lassen Sie mich zur Energieversorgung noch ein bisschen genauer was ausführen, weil ich glaube, das muss man auch nochmal parteipolitisch vielleicht aufdröseln. Deswegen ist es ganz gut, Herr Pretzel, wenn Sie nach mir sprechen, dann können Sie da nochmal genauer drauf eingehen. Weil auf der Homepage der Christlich-Sozialen Union in Bayern sammeln wir bis heute weiter Unterschriften gegen einen Blackout. Sie sammeln Unterschriften dafür, dass die Energieversorgung gesichert wird. Bei vollen Gasspeichern. Und sie machen das und verbreiten damit meiner Meinung nach auch Angst. Und sie machen es ohne jeden Anlass. Während im Haushalt der bayerischen Staatsregierung kein Geld vorhanden ist für den so oft angekündigten Härtefallfonds. Während erst gestern von Ministerpräsident Söder, war dann der 20.12., gell, die wolkigen Ankündigungen zum Härtefallfonds überhaupt etwas konkretisiert worden sind, was da passieren könnte. Und ich für meinen Teil habe weiterhin große Zweifel daran, dass irgendeine Person in München oder Oberfichtach oder sonst wo davon vielleicht auch tatsächlich von diesen bayerischen Entlastungsmaßnahmen profitieren kann. Ich glaube, dass das nicht passieren wird. Währenddessen stellen wir hier im Münchner Stadtrat mit dem Haushalt heute auch die Mittel für eine Kampagne bereit, für das Personal und für die Auszahlung des SWM-Wärmefonds. Und da gibt es kein Vertun. Natürlich ist die Situation bei den Preisen für Strom und Wärme weiterhin sehr, sehr schwierig, Kollege Jagel. Ja? Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Stadtwerke günstigere Preise anbieten könnten, weil sie zu besseren Zeiten bessere Verträge auf dem Energiemarkt, langfristigere Verträge hätten schließen können. Aber wir tun hier im Münchner Stadtrat das, was möglich ist, und wir sorgen mit unserem Handeln bundesweit vorbildlich, in vielen anderen Städten aufgenommen als Forderungen oder teilweise kopiert, dafür, dass wir eine eigene kommunale Entlastung haben. Und auf diesen Punkt bin ich auch persönlich sehr, sehr stolz. Natürlich kann man sagen, ja, das Geld kommt ja gar nicht direkt aus städtischen Mitteln, es sind ja nur die Personal- und Sachkosten. Man kann, wie die CSU schon getan hat, beantragen, den Fonds zu verdoppeln. Wenn man in der Opposition ist und das soziale Deckmäntelchen raushängt, ist es gut, bevor überhaupt der erste Euro ausbezahlt worden ist, zu sagen, man verdoppelt es. Man kann, wie die Linke, sagen, das ist ja alles nur ein Feigenblatt und die Preise sind weiterhin zu hoch. Man kann auch mit der Kollege Ruff, fand ich auch eine sehr schöne Geschichte, das ist leider gerade draußen. Ah, wo ist er? Weiß ich. Oh, hinter mir. Ja, der Kollege ruft. Das fand ich auch schön, diese Aktion mit der Glühbirne vor dem eigenen Büro im Rathaus rauszudehnen. Also wirklich Gratulation zu dem Schneid.
und auch allein der handwerklichen Leistung, das soll ja nicht jedem unbedingt gelingen mögen. Aber hoffen Sie, oder hoffentlich fängt ja auch niemand an mit Glühbirnenwitzen, weil das ist nämlich schon ein eigenes Genre. Wie viel FDPler bräuchte man, um eine Glühbirne auszubauen? Ja, aber weil es eine ernste Angelegenheit ist, während es in Bayern von der Staatsregierung keinen Cent an direkten Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger gibt, im Unterschied zu vielen anderen Bundesländern, handelt diese Stadtregierung und sorgt für eine starke Stadt, die für die Menschen da ist, die ihnen das Versprechen gibt, dass niemand alleine gelassen wird, und sie hilft dabei denjenigen, die es besonders brauchen, zuerst. Wir kämpfen für eine lebenswerte und zukunftsfähige Stadt. Und wir geben mit diesem Haushalt dafür auch die Antworten. Wir investieren in die Bildung, in den Klimaschutz, in die Digitalisierung und auch in die Kultur in dieser Stadt. Wir wollen, dass diese Stadt gerade nach diesen schwierigen Zeiten auch weiterhin so vielfältig und lebenswert ist. Wir wollen für faire Gagen bei Künstlerinnen und Künstlern sorgen und ihnen den Druck nehmen. Und zu guter Letzt, zusätzlich zu den ganzen angesprochenen Ausgaben, investieren wir massiv in den ÖPNV-Ausbau. Wir gehen da in die Vorhand und wir werden auch nicht müde werden, das zu sagen, dass wir in die Vorhand gehen. Und wir investieren so viel wie keine andere Stadt in dieser Republik dafür, dass noch mehr Menschen umsteigen können in den ÖPNV. Gleichzeitig investieren wir viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur für den Fuß- und Radweg. Und das ist wichtig für eine zukunftsfähige Stadt. Wir kämpfen für eine Stadt, die wirtschaftlich stark ist, in der Arbeit, Beschäftigung, Industrie und Dienstleistungen vorankommen. Ich bedanke mich herzlich bei all denjenigen Menschen, die mit ihrer Arbeit auch zu den Einnahmen in diesem Haushalt beitragen, bei allen, die in unserer Stadt am Band stehen, die in der Versicherungsbranche, im Einzelhandel, in der Elektrotechnik oder wo auch immer arbeiten und sich jeden Tag anstrengen, um etwas zu erwirtschaften. Ich bedanke mich bei den Unternehmen, der Industrie, dem Handwerk und natürlich auch den Gewerkschaften und Kammern in unserer Stadt. Unsere Stadt fördert die Industrie. Wir setzen darauf, dass hier auch in Zukunft zu sehr guten Bedingungen und auf höchstem Niveau gearbeitet wird. Und wir sind bereit, auch dafür die Grundlagen zu schaffen, in der Infrastruktur, in der Bildung und Ausbildung, mit weiterem Wohnungsbau und selbstverständlich in den Fragen des sozialen Zusammenhalts. Nochmal zur Erinnerung, es gab und gibt trotz dieser schwierigsten Zeiten keine Steuererhöhungen bei der Gewerbesteuer. Wir haben alle Leistungen unserer Stadt aufrechterhalten. Wir haben dafür gesorgt, dass es weiterhin mehr Ausbildungsplätze gibt. Wir haben dafür gesorgt, dass es mehr soziale Angebote und Leistungen in dieser Stadt gibt, dass es eine Erstattung geben wird angesichts der Tarifsteigerungen für Träger und Verbände. Wir haben sogar schon manche angekündigten Preiserhöhungen zurücknehmen können, weil auch nicht das rauskam, was wir uns versprochen hatten. Wir haben Puffer in diesem Haushaltsentwurf für die Inflation und weitere Steigerungen. Wir fahren hier einen vernünftigen Kurs und gehen davon aus, dass dieser Haushalt so halten wird und für die Zukunft diese Stadt rüstet. Der Bund hat Entlastungspakete geschnürt in Milliardenumfang. Diese Entlastungspakete sind auch aus unserer Sicht sozialdemokratische Krisenpolitik. Sie zielen auf den Zusammenhalt der Gesellschaft. Die Botschaft ist glasklar. Es geht um soziale Politik für dieses Land. Es ist aber auch klar, dass dieses Geld wird jemand erarbeiten müssen. Und es muss refinanziert werden und es sind riesige Summen. Es gibt in Deutschland eine Auseinanderentwicklung von Einkommen und Vermögen, die sich gewaschen hat und die mehr geworden ist. Es haben in den vergangenen Jahren sehr wenige sehr stark profitiert. Die großen Vermögen sind angestiegen und die Vermögenskonzentration hat zugenommen. Wir können als Kommune nur sehr, sehr begrenzt
für mehr Gerechtigkeit in der Verteilung der Steuereinnahmen sorgen. Aber wir sichern zu. Wir werden an die Grenzen dessen gehen, was möglich ist, um für mehr Sicherheit, für mehr soziale Sicherheit und für mehr Solidarität in diesen Zeiten zu sorgen. Zeitenwende bedeutet, dass sich die Frage nach Solidarität in dieser Stadt auch noch mal anders stellt. Wer kann sich das in Zukunft denn noch leisten, hier zu leben? Was kann die Kommune denn mehr und Besseres tun, damit diese Stadt bezahlbar und lebenswert auch in Zukunft sein kann? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch angesichts der ganz vielen Anträge, auch das wurde ja angesprochen, wenn es da Vorschläge gibt, sowohl was Ideen für die Einnahmen als auch für die Ausgabenseite angeht, die sich rentieren und die umgesetzt werden können, dann glaube ich, ist diese Stadtregierung nicht lernunwillig oder lernunfähig, sondern dann unterbreiten sie diese Vorschläge. Aber das, was hier teilweise gekommen ist, von manchen mehr, von anderen weniger, steht nicht im Verhältnis zu dem, was die Fragen sind, unter denen wir hier agieren müssen und was die Herausforderungen in dieser Zeit sind. Denn wenn München, wie über 30 andere Städte in der Republik, überlegt, eine Bettensteuer einzuführen, dann haben wir gesehen, wie schnell die Regierung von Söder sein kann. Weil der Lobbyismus halt sehr schnell und sehr gut unterwegs war. Schon bevor eine Steuer überhaupt beschlossen wurde, sagen sie, sie wollen sie verbieten. Und jetzt, wieder gestern, kündigt die bayerische Staatsregierung an, zu klagen gegen eine Erbschaftssteuerreform eines FDP-Finanzministers. Sie macht das. Sie unterliegt im Bundesrat 15-1 und möchte jetzt ganz schnell klagen gegen eine Erbschaftssteuerreform und sagt, dass das hat etwas mit Heimat zu tun. Und ich sage Ihnen, Kolleginnen und Kollegen, Ministerpräsident Markus Söder betreibt unsolidarische Politik gegen die Interessen unserer Stadt und wir werden ihm das nicht durchgehen lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stimmen dem Entwurf der Kämmerei zu. Nicht mit Unbehagen oder nicht mit Verzagen, nicht mit schlotternden Knien, wie es bezüglich der Vorhaltemaßnahme mal in einem Zeitungskommentar zu lesen war, sondern aus voller Überzeugung und auch frohen Mutes, weil in diesem Haushaltsplanentwurf viel drin ist für soziale Politik, weil dieser Haushaltsplanentwurf eine starke Stadt abbildet und weil dieser Haushaltsplanentwurf das tut, was kommunal möglich ist zu tun, um dafür zu sorgen, dass diese Stadt bezahlbar, lebenswert und für die Zukunft gerüstet ist. Zu guter Letzt darf ich auch ganz persönlich, auch stellvertretend für meine Fraktion, Danke sagen. Danke sagen allen Kolleginnen und Kollegen hier im Stadtrat, von Regierungspartner bis fast alle in der Opposition, für die gemeinsame Arbeit. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man hier von Solidarität labert, dass man dann auch sagt, wir sitzen hier gemeinsam in einem Stadtrat und arbeiten gemeinsam und streiten um die besten Ideen. Und ich lade Sie dazu ganz herzlich ein, da weiter gut mit zu streiten und zu diskutieren, Vorschläge zu entwickeln, weil ich glaube, dass es notwendig ist in diesen schwierigen Zeiten. Deswegen herzlichen Dank und frohe Weihnachten. Und ich freue mich, wenn wir diesen Haushalt kraftvoll beschließen. Danke.